other day. Hallo YouTuber und recht herzlich willkommen bei eurem Schnacker und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und im Hintergrund seht ihr heute ein Grand Theft Auto Online Gameplay. Er spielt von mir auf der Xbox One und ich mache hier gerade mal so ein bisschen Rabatz, leg mich mal so ein bisschen mit den Cops an. Und heute soll das mal hier so ein kleines Informationsvideo sein, was denn so die nächsten Tage und Wochen bei mir auf dem Kanal passieren wird. Erstmal aktuell, ich habe die letzten zwei Wochen nicht sonderlich viel gedaddelt auf der Xbox, allgemein nicht viel gezockt, da der Rambo auch nicht vor Ort war. Ja, da hat ein paar Dinge zu klären gehabt, privatmäßig, und dann habe ich natürlich auch nicht so viel gedaddelt. Und ja, schon zwei Wochen her, da haben wir das letzte Mal, glaube ich, Battlefield 4 gespielt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es ab morgen wieder losgeht. Da ist der Rambo wieder mit am Start, ein bisschen Battlefield 4, ein bisschen Grand Theft Auto Online, ein bisschen Poolbillard. Und ich habe ja auch die nächste und übernächste Woche erstmal schön zwei Wochen lang Urlaub. Und dann wird es jeden zweiten Tag ein Video bei mir geben mit einem eigenen Gameplay, mit dem Rambo. Grand Theft Auto Online ist am Start, Battlefield 4 ist am Start, Poolbillard, alles ist einfach am Start. Jeden zweiten Tag gibt es bei mir hier ein Video von mir und Rambo in Grand Theft Auto Online, Battlefield 4 und so weiter und so fort. Hab die letzten zwei Wochen, wie gesagt, auch nicht sonderlich viel gezockt, denn es gibt ja aktuell kaum Spiele, die man wirklich gut alleine daddeln kann. Oder so mit Fremden im Multiplayer. Also ich sag mal, es geht ja erst wieder ab Februar los mit Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Dann haben wir im März, glaube ich, war das Tom Clancy's The Division. Und ab April dann den Exklusivtitel für die Xbox One Quantum Break. Das heißt, einen Monat müssen wir uns hier noch ein bisschen gedulden auf neue Games. Denn aktuell das einzige Spiel, was ich wirklich regelmäßig jetzt gespielt habe, wenn ich denn mal gespielt habe, ist Grand Theft Auto Online. Weil da kannst du immer irgendwas machen. Irgendeine Kacke kannst du immer bauen, irgendwie Rabatz machen, das geht da immer. Oder mal ab und zu mal so ein bisschen mal eine Runde Herrschaft in Black Ops 3. Aber so sonderlich viel, so Just Cause 3 habe ich schon gar nicht mehr gespielt die letzten, ich sag mal, vier Wochen. Und ja, so Spiele wie Battlefield 4 im Moment auch nicht, weil Battlefield 4, finde ich, das macht einfach alleine im Multiplayer überhaupt keinen Spaß so wirklich. Ich habe früher sehr gerne alleine gespielt, Company 2 war das ja und Battlefield 3, da konnte ich immer schön schnubbelig alleine spielen, das war manchmal so ein Problem. Aber ich finde so Battlefield 4 so alleine, das macht mir nicht so viel Spaß. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es ab morgen dann weitergeht mit dem Rambo, Grand Theft Auto Online mit am Start, Battlefield 4 mit am Start und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Es wird auch, meine lieben Freunde, es wird auch einige Livestreams geben. Ich werde es versuchen, dass ich so ungefähr 2 bis 3 Livestreams die Woche mache. Wahrscheinlich einen in der Woche und zwei am Wochenende. Wie das Ganze ablaufen wird, erfahrt ihr noch in einem Video Anfang nächster Woche. Da werde ich nochmal alles detailliert wirklich auflisten, euch erzählen, damit ihr auch mit am Start sein könnt, wenn denn so ein Livestream mal losgeht. Ich denke auf jeden Fall mal, einen Livestream werde ich in der Woche machen und zwei werde ich am Wochenende machen. Freunde, ihr könnt euch freuen. Ach übrigens, den Code für den EA Access Abonnent-Dingens verlose ich nochmal neu. Der Kommentar, schreibt einfach einen Kommentar unter das Video. Ich suche mal einen aus, der den Code kriegt und fertig. Der hat sich jetzt nach den 3, 4, 5 Tagen nicht gemeldet, deshalb verlose ich den neu. Also, Kommentar schreiben und ich suche mir jemanden aus, dann schickt ihr mir die E-Mail, fertig, bums aus. Ich sage Servus und Tschüss, bis dann. Euer Schnacker.